Die Stadtbibliothek Bilke in Pößneck war am Mittwochabend Ausgangspunkt für eine besondere Entdeckungsreise. Durch die Veranstaltung Leseratte, schon auf Sagen und Geschichten eingestimmt, stand für eine Gruppe Grundschüler nun eine kleine Führung durch die Pößnecker Innenstadt an. Auf Tour durch den Abend ging es damit Charlotte von Wolfersdorf alias Christel Hoffmann. Die Pößneckerin ist eine von 7 Stadtführern und zeigt seit 2010 Besuchern ihre Heimatstadt. Mit Kindern ist es ihre zweite Führung und da wurde es gleich zu Beginn ganz besonders spannend. Erster Halt war das Herzstück der Stadt, das spätgotische Rathaus. Hier ging es dann auch hinab in ein dunkles Kellergewölbe, wo die Kinder das Skelett einer unbekannten Frau bestaunen konnten, welches man bei Ausgrabungen gefunden hatte. Weiter vom Rathaus mit seinem Ratskeller ging es dann vorbei an der Bartholomäuskirche, wo die Kinder unter anderem erfuhren, was es mit den seltsamen Rinnen an diesem Gotteshaus auf sich hat. Und die haben daran geglaubt, wenn sie den Sand aus dem Mauerwerk schaben und den in ihr Essen mischen, bleiben sie immer gesund. Zu entdecken gab es auf der Stadtrunde aber noch viel mehr, etwa ein altes Stück der einstigen Befestigung Pößnecks. Vorbei ging es dann auch an den zahlreichen Geschäften in der Fußgängerzone, in denen so langsam die Vorweihnachtszeit Einzug hält. Die abendliche Erkundungsrunde endete dann auf dem Marktplatz am Brunnen. Hier erfuhren die Kinder, warum eine der Säulen des Brunnens etwas anders aussieht als der Rest und wie viele Menschen man braucht, um den Brunnen zu umarmen. Eine gute halbe Stunde dauerte die spannende Reise durch Pößneck und seine Historie. Und wer selbst mehr erfahren will, der sollte mit den Stadtführern den vielen Geheimnissen auf die Spur gehen.